Ich darf Ihnen beide Kämpfer vorstellen. In der Blaunecke, 20 Jahre alt, 1,73 groß. Er wird betreut durch Dennis, the Viking Bauer. Bisher 20 Kämpfe, 12 Siege, 4 beendeter Vorzeitig durch Knockout. Aus dem Martial Arts und Sports Gym St. Ingbert, Jason the Sniper Zagreschinski. Sein Gegenüber in der Rotnecke, 21 Jahre alt, 1,83 groß. Er wird betreut durch Oliver Baumgärtner. Bisher 14 Kämpfe, 11 Siege, 4 beendet er vorzeitig durch Knockout. Vom Team Muskelkater in Mainz, Albin Hondosi. So, wir sind angekommen beim Four-Man Tournament, das erste Halbfinale. Albin Hondosi gegen Jason Zagreschinski. Zagreschinski in der rosanen Hose, Hondosi in der roten. Muay Thai Regelwerk, aber die Handschuhe kennen wir aus einem anderen Sport, Kampfsport. Aus dem MMA kämpfen 4 Unzen Handschuhen, 3x3 Minuten. Und wir sind im professionellen Bereich. Was logisch ist, 4 Unzen Handschuhe. Im Amateurbereich sieht man nicht. Schauen wir es uns mal an. Wir sind bei einem Gewicht von maximal 72,5. Jetzt geht es aber richtig ab. Direkt auch schon mit den Knien zum Kopf. Eine Technik, die man im Kampf zuvor hätte nicht verwenden dürfen, weil wir da uns nur in Anführungsstrichen in der C-Klasse befunden hatten. Aber hier ist Zagreschinski auch mit einem guten Treffer zum Kopf gerade bei Hondosi. Hondosi aber für mich ein bisschen klarer aus der Mitte heraus. Aber hier schon angenockt, angeschlagen wird angezählt. Direkt in der ersten. Ja, das ist halt, das ist das Risiko, das man fährt, wenn man mit den 4 Unzen Handschuhen arbeitet.
da ist natürlich jeder Treffer ein harter. Für alle, die mit dem Kampfsport vielleicht nicht so richtig vertraut sind, warum hat dieser Schiedsrichter bis 8 gezählt, obwohl der Junge schon wieder stand? Es ist üblich, dass immer bis 8 gezählt wird, um da eben auch ein bisschen Zeit zu lassen, für den Kämpfer sich zu erholen. Und jetzt knockt hier, was ist denn das für eine Paarung? Jetzt knockt hier Ondosi Zakraschinski an. Aber ist er wirklich fit? Der kann doch nicht, nein, er kann nicht stehen. Der Ref muss ihn rausnehmen. Doch, er kriegt es noch hinzustehen. Das wird ein K.O. in der ersten Runde. Ich sag's euch, Zakraschinski ziemlich wehrlos. Geht nochmal runter. Helde des Kopfes! Kann sich davon nicht mehr erholen. Das erste K.O. direkt in der ersten Runde im Foreman-Tournament. Was jetzt natürlich für Nico Pietri und Chris Wilson eine Ansage ist. Was für Ondosi auch den folgenden Vorteil schafft. Der Junge hat am heutigen Tag 1 Minute 40 kämpfen müssen. Wenn die anderen über die volle Rundenzeit gehen, haben die 9 Minuten gekämpft. Somit kommt Ondosi mit deutlich mehr Energiereserven ins Finale. Stand jetzt. Kann natürlich sein, das zweite Halbfinale entscheidet sich genauso schnell. Aber das war ja eine krasse Paarung. Beide waren einmal unten. Und dann direkt Sekunden nach dem ersten Knockdown bei Zakraschinski geht er nochmal zu Boden. Und kriegt sich nicht rehabilitiert. Wird somit vom Ref rausgenommen. Aber ganz großer Respekt an beide. Beide Fighter. Super Paarung. Das offizielle Urteil. Sieger durch Knockout in der ersten Runde. Und damit der erste Teilnehmer im Finale. Die rote Ecke. Alvin Ondosi!